Der Blickwinkel ist kein Winkel. Kein Winkel im Blick. Wie weit siehst du? Du bist du das, was das Sehen hervorgebracht hat. Bist du schon vor der Wahrnehmung da? Vor dem Spüren bist du. Und du spürst unweigerlich und nimmst unausweichlich wahr. Mehr, ja. Du da, die, was sollte du sein? Ein Gegenüberliches. Doch das eine kann nicht von dem anderen getrennt werden. Und ohne das eine gibt es kein anderes. Erst wenn es mich gibt, gibt es die anderen. Doch die Frage, ob es mich gibt oder nicht, ist ziemlich beschränkt. Denn um mich fragen zu können, ob es mich gibt, muss ich auch erstmal sein. Schon vor den Konzepten von Geben und Nicht-Geben bin ich das. Was ist das absolute Leben? Im Reich der Toten, der Totalität, auferstanden bin ich nicht, weil ich bin ja nur ein Fraktal. Ein Fraktal. Ein Frack. Wo ist mein Frack? Ich möchte spazieren gehen. Auf der Wiese. Ich will tanzen mit dir im Sonnenschein. Ich will ganz einfach nur glücklich sein. Und das ist mein Thema. Ich will einfach nur glücklich sein. Und ich bin's nicht, weil ich auch will. Das ist das Problem. Will ich einfach mal ist mal so sein lassen, glücklich sein zu wollen. Vielleicht war es dann. Doch ich kann nicht anders, als mich danach zu sehnen. Weil ich vermiss mich auch selbst. Sobald ich mich in mein Abbild verliebt habe, ich denke, ich bin mein Abbild, das Abbild Gottes und dann das Abbild Gottes und dann habe ich mich natürlich scheinbar selbst verlassen, weil ich mich auch in das Abbild verliebt und ich habe das Original aus den Augen verloren. Ich bin völlig gefangen in meiner Abbildung, in meiner informativen Struktur. Das Original, das ist unbekümmert, immer da. Es wartet nicht mal auf mich, dass ich zu mir selbst zurückkommen würde. Nee. Keine Cookie-Ellebu. Ja. Nee. Es träumt sich halt ganz einfach mal so, dass man sich entfremdet von sich selbst. Früher, wo noch alles nur Amöben war, der ganze Planet eine Amöbe, im amöbenhaften Wasser, so gab es noch keine Selbstentfremdung, weil alles Amöbe war, da gab es nicht was anderes als Amöbe. Nee, da konnte keine Entfremdung stattfinden, weißt du? Aber dann, wo sich die Amöben zu den höher entwickelten Lebetieren entwickelt haben, wie das Menschding da, dann hat der Mensch gesagt, hier gibt's den Mensch und da gibt's die Tiere. Und dann gibt's nur hier noch meinen Mensch hier und dann gibt's auch andere Menschen, die anders aussehen. Und dann ist die Selbstentfremdung richtig da, weil da gibt's auch Fremde, die kennst du nicht. Und dann versuchst du dich auch noch. Bist du nicht glücklich mit deiner Definition, weil du bist ein bisschen begrenzt drunter, weil du versuchst immer deinen Eimer mit Sachen zu füllen, aber der hat keinen Boden, fällt alles durch. Ja, irgendwas fehlt immer, irgendwie fehlt doch was und auch vielleicht ein kleiner Moment von Sattheit. Hast du so ein schönes Erlebnis gehabt, wie Güter, Geschlechts, Betreffs, Essen oder Schwimmen oder vielleicht Erfolg.
und dann schon wieder vorbei. Am nächsten Morgen wachst du auf, musst du wieder hinrennen und es suchen, was du selber nicht hast. Aber was soll's? Was soll's? Lass sie einfach den suchen, der immer schon gesucht hat. Der wird nie finden. Und im Nie-Finden, im Nicht-Finden, wenn einfach ein Nicht-Finden stattfindet, ewiglich, es wird nie was gefunden. Da ist die Ruhe drin. Da ist doch die Ruhe, weil du weißt ja, ich werde ersucht wieder. Aber er wird ja eh nie finden. Also ist es ein ganz klarer Fall. Er findet nie. Und was er findet, das verliert er natürlich wieder. Weißt du, er hat ja wieder was gefunden und dann wieder vorbei. Aber die Ruhe ist das nie zu finden und einfach ja, damit. Ja, wer soll damit sein? Wer kommt klar damit nie zu finden? Ewiglich. Ewiglich.